Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Nach einer kurzen Umfrage haben die meisten von Ihnen sich mehr Informationen zu dem Wirkstoff MCP gewünscht, das Metoclopramid. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das bedeutet, es wird wieder sehr ausführlich. Für eine kürzere Version lege ich Ihnen wie immer den Link zu MCP Basic hier unten mit rein. Und dann kann es schon losgehen. Neben Tropfen und Injektionslösung stellen die MCP-Tabletten die wichtigste Darreichungsform dieses Wirkstoffes dar, auf die ich jetzt hier auch hauptsächlich eingehen werde. Das MCP ist verschreibungspflichtig und wird verordnet bei Übelkeit oder aber auch Erbrechen, unter anderem auch bei einer Chemotherapie oder bei einer Strahlentherapie. Es findet auch unter anderem Anwendung bei Migräne, aber da steht nicht nur diese antiemetische Wirkung, also die Wirkung gegen Übelkeit und Erbrechen im Vordergrund, sondern noch etwas anderes, worauf ich gleich eingehen werde. Die MCP-Tabletten mit einer Dosierung von 10 Milligramm pro Tablette, die sollten höchstens dreimal täglich angewandt werden, wobei ein Mindestabstand von 6 Stunden immer eingehalten werden sollte. Kommt es kurz nach der Einnahme zu Erbrechen, sollte keine weitere Tablette eingenommen werden, weil man hier eine Überdosierung unbedingt vermeiden sollte. Die MCP-Tablette sollte, wenn überhaupt irgendetwas gegessen wird, eine halbe bis eine Stunde vor dem Essen eingenommen werden. Der Grund dafür liegt darin, dass das MCP nicht nur gegen Übelkeit wirkt, sondern auch auf die Bewegung des Magens Einfluss nimmt. Darauf werde ich gleich in der Wirkweise noch genauer eingehen. Man möchte mit dieser Einnahmeweise erreichen, dass der Wirkstoffspiegel, wenn Sie denn dann auch etwas essen, größtmöglich schon im Blut vorhanden ist, denn das MCP wirkt so, dass wenn Essen in den Magen dann reinfällt, dass dieses Essen auch schneller aus dem Magen in den Darm transportiert wird, wodurch der Magen gerade dann, wenn man unter Übelkeit und Erbrechen leidet, durch die Nahrungsaufnahme nicht so stark belastet wird. Die maximalen Wirkstoffspiegel sind dann auch in etwa nach einer Stunde im Mittel erreicht. Man sollte das MCP nicht ohne ausdrückliche Abklärung mit dem Arzt länger als 5 Tage einnehmen. Es gibt noch eine andere Grenze, die liegt bei 3 Monaten Daueranwendung. Die sollte, wenn möglich, keinesfalls überschritten werden. Der Grund dafür liegt darin, dass es unter der MCP-Einnahme zu sogenannten Spätdyskinesien kommen kann. Das sind Bewegungseinschränkungen, die nach einer Langzeiteinnahme des MCPs auftreten können. Das Problem an diesen Nebenwirkungen liegt darin, dass die irreversibel sein können. Das heißt, auch wenn Sie das MCP absetzen, kann es sein, dass die dann noch weiter bestehen bleiben. Das bedeutet, besonders über diese 3 Monate hinaus sollte das wirklich nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung des Arztes erfolgen. Wie wirkt nun mein MCP? Der Wirkstoff Metoclopramid wird als sogenannter zentraler Dopaminantagonist bezeichnet. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die Wirkung des Dopamins im ZNS, im zentralen Nervensystem, hemmen kann. Das MCP hat 2 Wirkungsweisen. Als erstes liegt im Vordergrund die antiemetische Wirkweise, also dass es gut gegen Übelkeit und gegen Erbrechen wirken kann. Eine zweite Wirkweise ist, dass es als sogenanntes Prokinetikum bezeichnet wird. Das bedeutet, dass es den Magen und auch den Darm am Arbeiten hält. Zur Folge kann das natürlich haben, dass es zu einer schnelleren Dünndarmpassage kommt. Und wenn der eine oder andere sich schon so ein bisschen mit Medikamenten beschäftigt hat, weiß er, dass die meisten Wirkstoffe ja über den Darm aufgenommen werden. Und wenn nun diese Transitzeit beschleunigt wird, dann kann es bei einigen Wirkstoffen zu einer Resorptionseinschränkung unter der MCP-Einnahme kommen.
Gleich möchte ich hier bei der Wirkung auch ansprechen, dass es natürlich durch diese verstärkte Beweglichkeit sowohl des Magens als auch des Darms dazu kommen kann, dass wenn kleinste Magenblutungen vorliegen oder Perforationen, dass die durch diese verstärkte Bewegung des Gastrointestinaltraktes dann ihrerseits auch noch verstärkt werden können. Wie gerade ja bereits erwähnt, handelt es sich bei dem MCP um einen zentralen Dopaminantagonisten. Das heißt, das MCP ist von der Wirkung mit einem leichten Neuroleptikum vergleichbar. Die Nebenwirkungen, die bei Neuroleptika auftreten können, können dadurch auch beim MCP auftreten, und darauf werde ich jetzt kurz eingehen. Bei der Angabe der Nebenwirkung bedenken Sie immer, dass wenn ich von einer 1%igen Nebenwirkung spreche, dass das im Durchschnitt eine von 100 Personen betreffen kann, aber 99 dieser 100 Personen haben diese Nebenwirkung nicht. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man von ihnen weiß, damit man sie auch schnell in Relation zu dem eigenen Medikament setzen kann. Als erstes ist hier die Schläfrigkeit anzusprechen. Also mindestens jede 10. Person leidet unter Schläfrigkeit während der MCP-Einnahme. Das ist auch einer der Gründe, weshalb das MCP die Teilnahme am Straßenverkehr etwas beeinträchtigen kann, und auch das Bedienen von Maschinen. Seien Sie da wirklich sehr vorsichtig. Man sollte erstmal ein paar Tage das MCP, wenn es dann überhaupt so lange genommen werden muss, ausprobieren, um zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Denn ansonsten sollte man gerade bei diesem Wirkstoff vorsichtig sein und erst Auto fahren oder Maschinen bedienen, wenn man sich wirklich ganz sicher ist, dass bei einem keine beeinträchtigten Nebenwirkungen auftreten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen des MCPs, das bedeutet, es betrifft mindestens eine von 100 Personen, zählen parkinsonoide Symptome. Das bedeutet Parkinson-ähnliche Symptome, wo es zu einem Tremor kommen kann, zu einem Zittern oder auch zu Gangschwierigkeiten. Der Grund dafür liegt in der Wirkung des MCPs, weil es, wie eben erwähnt, den Wirkstoff Dopamin im ZNS blockieren kann. Und letztendlich ist die Parkinson-Erkrankung nichts anderes als ein zu wenig von Dopamin im ZNS. Daran sehen Sie schon, dass diese Nebenwirkung des MCPs recht vorhersehbar ist. Wenn bei Ihnen solche Symptome auftreten, sollten Sie das MCP sofort absetzen und Ihren Arzt kontaktieren. Häufig kann es unter der Einnahme auch zu einem Blutdruckabfall kommen. Das liegt daran, weil die Gefäße ein wenig durch das MCP geweitet werden können. Aufgrund dieser prokinetischen Wirkweise, die wir eben besprochen haben, kann es auch zu Durchfall kommen. Das ist natürlich dann recht schwierig, wenn das MCP zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Erkrankung eingenommen wird. Wirkt es natürlich gut gegen die Übelkeit, aber kann den Durchfall in dem Fall dann auch noch verstärken. Unter der Einnahme kann es auch bei jedem Hundertsten noch zur Abgeschlagenheit kommen. Auch von Depressionen ist die Rede. Es kann in sehr seltenen Fällen zu einem Neuroleptika-Syndrom kommen. Das sind Symptome, die recht vielfältig sind. Auf die möchte ich an dieser Stelle nicht genauer eingehen. Und bei einer Langzeiteinnahme kann es dazu kommen, dass der Prolaktinspiegel im Blut erhöht wird. Das Dopamin, was durch das MCP gehemmt wird, führt eigentlich auch zu einer Hemmung des Hormons Prolaktin. Wenn das nun im Blut mehr vorhanden ist, kann es bei der Frau zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus kommen oder sogar zu Milchaustritt. Beim Mann kann es bei einer längeren Anwendung zu einem leichten Brustwachstum kommen. Für die Kurzzeiteinnahme ist das irrelevant, aber wenn es dann doch längere Zeit eingenommen werden müsste, dann sind diese Nebenwirkungen auf das MCP zurückzuführen.
Ein kurzer Auszug noch zu den Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Ich werde nicht alle ansprechen, sondern nur die relevantesten. Als erstes, wie bereits erwähnt, kann es mit Parkinson-Medikamenten wechselwirken. Das liegt natürlich in der Wirkweise des MCPs selber. Das MCP antagonisiert diese Medikamente, also schwächt die in ihrer Wirkung ab. Darüber hinaus sollte das MCP nie bei einem Parkinson-Patienten angewandt werden, weil es dann auch noch die Parkinson-Symptome verstärken kann. Da wäre, wenn es unbedingt sein müsste, der Wirkstoff Domperidon eher angebracht, weil der nicht ins zentrale Nervensystem reinwandern kann und dadurch diese Nebenwirkung der parkinsonoiden Symptome nicht so ausgeprägt sind. In den gleichen Bereich gehört auch noch, dass das MCP unter der gleichzeitigen Einnahme von anderen Neuroleptika, weil es ja wie ein leichtes Neuroleptikum wirkt, die Nebenwirkung der EPS, der extrapyramidalen Störungen verstärken kann, also dieser Parkinson-ähnlichen Symptome. Auch hier sollte man immer an diese Wechselwirkung denken. Der zweite Punkt, wo es wechselwirken kann, ist mit Alkohol und auch mit anderen Substanzen, die beruhigend, sedierend wirken, weil es dabei zu einer Verstärkung dieser sedierenden Nebenwirkung des MCPs kommen kann. Als dritte wichtige Wechselwirkung ist die Wechselwirkung mit anderen Antidepressiva zu nennen, allen voran den sogenannten SSRIs. Das betrifft eine bestimmte Antidepressiva-Klasse. Da kann es zu einer verstärkten Wirkung des Serotonins im Körper kommen. Ich habe dazu ein Video angefertigt, weil die Symptome doch recht komplex sind. Es kann unter anderem zu Durchfall kommen, es kann zu krampfartigen Zuständen kommen, auch zu Halluzinationen, zu Verwirrtheit. Ganz prägnant ist eine Tachykardie, also ein schneller schlagendes Herz, oder auch eine Hyperthermie, also ein Ansteigen der Körpertemperatur. Wenn Sie dazu Näheres erfahren möchten, blende ich Ihnen mein Video dazu kurz hier oben ein. Das heißt, wenn Antidepressiva aus der Klasse der SSRIs angewandt werden, dann sollte das MCP, wenn möglich, nicht parallel verabreicht werden. Die vierte Wechselwirkung, die ich hier ansprechen möchte, ist die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, die eine sogenannte QTC-Zeit verlängern können. Es kann dabei zu Herzrhythmusstörungen kommen, die dann Vorhofflimmern zur Folge haben können und auch noch weiter aufs Herz wirken können. Die gleichzeitige Einnahme sollte, wenn möglich, vermieden werden, da es viele Medikamente gibt, die diese Nebenwirkung hervorrufen können. Seien hier nur kurz bestimmte Antibiotika erwähnt, auch Antiarrhythmika oder Neuroleptika und auch wieder die Antidepressiva. In dem Fall wäre es gut, wenn Sie das MCP jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum einnehmen müssten, dass Ihr Apotheker vor Ort einmal Ihre andere Medikation auf diese Nebenwirkung abgleicht. Am Ende möchte ich noch mal kurz die Anwendung unter Migräne ansprechen. Das MCP wirkt, wie gesagt, sehr gut gegen Übelkeit, gegen Erbrechen, was unter einem Migräneanfall häufig auftritt. Zusätzlich kann es sein, dass im Migräneanfall der Magen seine Arbeit ein bisschen aufgibt, wodurch ein Schmerzmittel, was Sie dann einnehmen, was aber für die Wirkung erst vom Magen in den Darm gelangen muss, dadurch eventuell nicht wirksam ist. Das heißt, auch wenn Sie keine Übelkeit oder Erbrechen haben, aber als Migränepatient das Empfinden haben, dass Ihre Migränemedikamente nicht gut genug wirksam sind, dann kann es daran liegen, dass der Wirkstoff nicht schnell genug in den Darm transportiert wird und da auch diese MCP-Einnahme dann nötig ist, auch wenn Sie, wie gesagt, keine Übelkeit oder Erbrechen dabei haben. Wenn es natürlich zum Erbrechen kommt, kann es sein, dass das Schmerzmittel wieder erbrochen wird und dadurch nicht in den Darm gelangen kann und dann ins Blut. Auch da ist der
MCP-Wirkstoff sehr wichtig, weil er dazu führt, dass das Erbrechen unterdrückt wird und das Schmerzmittel gegen die Migräne dann überhaupt erst in den Darm gelangen kann und dort ins Blut aufgenommen werden kann. Unterm Strich kann man sagen, dass das MCP ein Wirkstoff ist, der sehr gut gegen Übelkeit und Erbrechen wirksam ist. Auch als Prokinetikum hat er seine Daseinsberechtigung und eine gute Wirksamkeit. Bedenken Sie immer, dass die Nebenwirkungen sehr unspezifisch sind, wie eben erwähnt, und seien Sie einfach immer ein bisschen sensibel darauf, wenn komische neue Symptome irgendwie unter der längeren Einnahme des MCPs auftreten, dass dieser Wirkstoff auch die Ursache dafür sein könnte. Und ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen mit meinem Video etwas weiterhelfen konnte und Ihnen genug Informationen jetzt zu Ihrem MCP vorliegen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren, weil ich in Zukunft vorhabe, noch mehr dieser Videos hier online zu setzen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.